Liebe Kinder, wir befinden uns heute in der Stadtpfarrkirche in Geisenfeld, in der Rundkapelle. Vielleicht warst du schon einmal hier, wenn nicht, dann ist natürlich vielleicht irgendwann einmal die Gelegenheit dazu, dass du dir auch diese Rundkapelle anschauen kannst. Warum sind wir heute hier? Nun, weil wir dir heute einen ganz besonderen Heiligen vorstellen möchten. Und dieser Heilige, der hat etwas mit diesem Ding hier zu tun. Vielleicht hast du auch schon mal einen ganzen Fisch gegessen mit deiner Familie und das bleibt dann übrig. Das ist das Skelett eines Fisches, die Fischgräte. Und genau in so einer Fischgräte hat dieser Heilige, den wir immer am 3. Februar in der Kirche feiern, zu tun. Und diese Geschichte möchten wir dir heute nähern. Ja, und dieser Heilige, der heißt Blasius. Blasius hat ungefähr im 3. Jahrhundert gelebt, also schon ganz schön lange her. Und Blasius war Arzt. Zu der Zeit, als der Blasius lebte, da wurden alle, die an Jesus glaubten, verfolgt. Der römische Kaiser mochte die Christen nicht. Ja, er ließ sie verfolgen, gefangen nehmen, ins Gefängnis werfen, foltern und schließlich sogar töten. Viele Menschen, viele Christen wurden in dieser Zeit gefangen genommen. Blasius war auch Christ. Später wurde er sogar Bischof. Und ja, auch er wurde verfolgt. Und eines Tages, da wurde er gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. Als er im Gefängnis saß, da brachte man ihm eines Tages ein Kind. Dieses Kind drohte zu ersticken, es bekam keine Luft mehr. Und als Blasius das sah, da kniete er sich sofort hin, betete zu Gott und wollte ihn um Hilfe bitten für das Kind. Und kaum hatte Blasius sein Gebet gesprochen, da konnte das Kind auf einmal wieder normal atmen. Es bekam wieder Luft. Und letztendlich, ja, da stellte sich heraus, das Kind hatte eine Fischgräte verschluckt und drohte daran zu ersticken. Aber mit der Hilfe von Blasius, mit der Hilfe des Gebetes von Blasius, wurde das Kind gerettet. Und an diese Geschichte denken wir auch heute noch, wenn wir an den heiligen Bischof Blasius denken und seinen Gedenktag in der Kirche begehen. Und dazu gibt es auch noch einen ganz besonderen Segen, den Blasius-Segen. In unserer Kirche verwenden wir dazu zwei gekreuzte Kerzen. Und der Pfarrer, der geht dann zu den Gläubigen hin oder die Gläubigen kommen zum Pfarrer, er hält diese zwei gekreuzten Kerzen vor die Gläubigen und spricht dann den Blasius-Segen. Und diesen Blasius-Segen möchte ich auch dir jetzt mitgeben. Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Blasius schenke dir der Herr Gesundheit an Seele und Leib. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und so wünschen wir euch noch eine gute Zeit, alles Gute und Gottes reichsten Segen.